Wir ziehen uns erstmal den hungrigen Hundesohn wieder rein. Der hat nämlich auch was Neues hochgeladen. Ihr wisst, wir haben gerade tatsächlich. Imagine mal, so los, dass man YouTube gucken muss. Ja, true, actually. True. Was soll ich sagen? Bitte gern gemacht. Na klar, doch, natürlich, na klar. Ich würde sagen, rein in die Masse. Let's go. Falafanato, Jere Bastardo. Jere Bastardo singen die nicht, oder? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Bei Gott, ich frage mich immer, ob dieses Bild, was er hier hat, ob es das nicht in HD gibt, diesen Villager. Sache mit der Times, da hieß es ja, dass schon am 10. Juli, also eine Woche vorher... Hat die sich übel versprochen? Da hieß es ja, dass schon am 10. Juli, also eine Woche vorher, gesagt, schon bekannt wurde. Wir schalten live nach Amsterdam zu unserem Außenreporter Marcel Ehres. Der war in Amsterdam? Kiffen oder Casino? Wer macht den nächsten Step in die Schachtel? Warte. Digga, der steht einfach und filmt die Leute, wie sie die Scheiße steppen. Extrem nice. Hä, Isa, warum gehst du auf? Ich hab gedacht, wir gehen noch in die Zone. Der Termine. Ah, die geht ins Kino mit einem Kumpel. Ach, Sascha, nee. Auf welchen chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen? Oxidation. Trimax, vom Problemschüler zum Topstreamer? Ich war kein Problemschüler. Meldet sich 2 Jahre lang überhaupt nicht. Das stimmt. Als einziger im ganzen Jahrgang muss er deshalb ein Stickerheft führen. Ja. Pro Woche soll er sich in jedem Fach 3-mal melden. Ja, das war so der Sternchensticker. Dieser Typ. Einfach Sonderschule. Auch bekannt als Trimax. Ich sehe aus wie 140 Kilo. No. 2016 erscheint das Handygame Clash Royale. Aber wie sah das Leben des Hamburgers vor der Bromance mit Montana Black? Digga, die Zeichnungen sind aggressiv wild, wirklich. Der kleine Marcel Ehres soll bitte zu Kasse 1. Dankeschön. Alter Junge, ich weiß, also er sieht, also heute, also er, boah, ist eine geile Sau. Danke für die gegifteten Subs, Arne Banane. Normaler Tag eines GTA-Cops. Hallo? Nani? Mein Schocker ist leer. Das heißt, wir müssen es jetzt anders regeln. Antonia? Oh, Junge, Alter. Das ist die USA. Schichtende. Schichtende. Du hast polizeiliche Gewalt angewendet. Schichtende, Alter. Schichtende ist ein geiles Wort. Was ist Seitan? Im Grunde sowas wie Tofu, du Geiler. Andere Leute spielen Pokémon Go. Parole, danke. Wir spielen Rentner Go. Aber natürlich nicht, um die Rentner zu fangen, sondern wir stellen ihnen halt bloß Fragen. Entschuldigen Sie. Was halten Sie von dem Wetter heute? Ist doch wunderschön. Ja, Pokémon, wir sind keine Pokémon. Sie sind keine Pokémon? Nee. Was machen Sie denn bei dem schönen Wetter? Leute anquatschen. Wirklich? Ja. Oh, Digga. Ja, das waren ein paar Prachtexemplare. Guter Mann, wo kommt man hier zum Bahnhof? Hä? Ja. Danke. Endlich mal was gelernt. Der Autismus schiebt aber ganz anders. Was für nicht mal 900 hat man so. Mal in der Grundschule einen Breakdance-Kurs gemacht. Ist das der Hugo vom hungrigen Hugo? Ja, das ist ein 7-Jähriger. Ja, ist bestätigt. Call Hugo. Ja, wir können anrufen, ich hab die Nummer. Bist du wirklich das Kind aus dem Spot? Das bin ich. Wie kommt das? Hat dich deine Mutter dahin gezwungen? Ich bin einfach hingegangen zum Casting und dann war ich da. Ultra krass. Wie kamst du dazu? Ich wollte auch immer so ein Kind in der Werbespot sein. Wie sage ich das jetzt ohne dass ich jetzt politisch hier irgendwie was Inkorrektes sage?
Aber hatte, also war Knossi als Kind gesund? Hä, das ist doch nicht Knossi, oder? Also. Wer eine Frage hat, jetzt nochmal kurz. Ich, drei Fragen würde ich nehmen an Hugo. Woher kommt der Name Hugo? Ah, also viel, ich glaube, manche wissen schon, aber der Name kommt tatsächlich aus South Park. Kennst ja, du ja. Da ist dieses. Oh, Dicker. Da war. Ich glaube, die Folge kenne ich sogar. Das ist irgendwas mit so einem, diesem afrikanischen Kind. So, ja, ja. Natürlich, South Park. Sehr, sehr schwierig. Wer hat Kenny getötet? Ja, genau. Da war einmal so ein kleines afrikanisches Kind und den haben die Hungriger Hugo genannt. So ein Humording ist das, ja? Gut, nächste Frage. Wer schickt dir das zu? Woher holst du den Content? Ja, also das mit dem Zuschicken, jetzt tut mir leid an den Chat und an die Leute, aber die meisten Zuschauer schicken eigentlich nur Scheiße. Wo nimmst du das Recht, den Content von anderen Leuten zu nutzen? So, genau. What's gonna be? Digga, sowas von die Abmahnung raus, Alter. Christian Solmecke, Herr Anwalt, ich hab gerade so eine fette Sammelklage vorbereitet im Namen aller Streamer gegen Hungriger Hugo. Der wird so in den Knast kommen. Oh mein Gott, der wird sowas von ins Gefängnis kommen. Diese Saturn-Streaming-LAN-Party, die wir hier machen, gilt eigentlich nur dazu, möglichst viele Claims gegen Hungriger Hugo zu sammeln, damit der einfach ins Gefängnis kommt. Wir werden den komplett in Grund und Boden klagen. Der wird nie wieder, also wir sind hier, wir sind eine Klägergemeinschaft. Hier sitzen 9 Streamer und die werden alle nochmal unterschreiben und alle anderen haben auch schon unterschrieben. Sascha, Monte, der kommt so in den Knast. Holy shit, der kommt so in den Knast. Der wird nie wieder Frauen in den Fuß kommen. Be the key in the next game you have. Play very defense. It's very important to save everything hinten. Behind, yeah. 800 Global Series Points, $15,000. Sagt er. Monte nach Amsterdam Urlaub endlich wieder am Streamen. Er hat den Chat bestimmt vermisst. Hab seit 3 Tagen übelst Durchfall. Jetzt schmeckt mein Toast noch viel besser, danke dir, Digga. Jetzt fehlt nur noch der Typ, der immer spendet und fragt, was mit dem Reddit ist. Kauzi mit dem Zweiten, aber Monte, wie läuft's mit Reddit? Guten Abend, Harry, ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht mehr vorlesen, die nerven mich. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine Hoden-Kobold. Aber Reddit ist doch big nice, so. Hey, ich check nicht. Reddit ist doch übergeil. Die Maske hilft ja nur... Aber das ist natürlich auch, Reddit ist ein sehr, sehr extrem kompliziertes Interface. So, sich da durchzunavigieren als Rennen, das ist natürlich schwer. Dabei, falls ich es habe, dass ich keine anderen Leute anstecke. FFP2 schon? Ach, keine Ahnung, was das ist, Bruder. Ich habe meine Stoffmaske getragen. Da blickt man auch nicht mehr durch mit den ganzen Masken, sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Junge. Alter. Junge mit dem Hut. Junge. Diese Minecraft Cave Sounds. Digga, warum ist sowas mein Humor? Bei Gott, irgendwas ist in meiner Kindheit schiefgelaufen. Junge, er guckt aber auch wirklich auf jeden Bild gleich, ne? Ist so geil. Haben die englischen Dicker, das gibt mir ganz weirde Vibes. Jetzt mit dem Laserpointer Schmeichel abgelenkt. Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat Drachenlord einen Laserpointer? Das ist so. Auch als er seinen Job als Pizzabote und das Studium hinschmeißt, obwohl er mit YouTube zu dem Zeitpunkt gerade mal 20 Euro im Monat verdient. Oh, sorry, sorry, Bro. Ich verdiene 20 Euro im Monat und schmeiß das Studium hin. Wer schmeißt denn mit 20 Euro im Monat das Studium hin, Digga? Wer glaubt das doch? Was, wenn das jetzt irgendein 50-Jähriger sieht und sich denkt, oh, ich verdiene jetzt 20 Euro mit Stream, scheiß auf Studieren. Eben hat mir ein Student geschrieben, ich kann mir 30 Euro im Monat nicht leisten. Dann sag's ihm, Karl, was kann ich tun? Dann brich dein Studium ab. So nämlich. Also, Bugatti uses its own crash system. Da drin ficken wäre geil.
Erzählt mir jemand, der noch nie gefickt hat. Wenn du denkst, da drin der Ficken ist geil, Digga, dann glaubst du auch noch an den Weihnachtsmann. Oh, was hast du denn da für einen tollen Typ? Erkennst du ihn nicht wieder? Nee. Wer ist das? Das ist dein Mann, mein Vater. Drei wunderschöne Menschen in einem Bild. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute, wie einen Hungerhaken. Ich bin besser als du. Och Mann. Mein Leben kann man ein bisschen mit dem Tod von Jesus vergleichen. Bitte? War es auch in Amsterdam so geil sein? Ja, Suchti. Ich war mit meiner Freundin im Urlaub und so abends habe ich dann zu ihr gesagt, du Schatz, ich habe keinen Bock, dich jetzt zu f***en. Ich fahre jetzt im Puff. Hat sie gesagt, okay, alles cool. Dann habe ich den Puff getestet. Macht Sinn, okay? Chillig aber. Ich glaube, das ist auch cool. Das nennt man offene Beziehung, glaube ich, ja. Sehr, sehr geil. Wichtig, wichtig.